Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin wieder euer Undertier und ich habe eine Ankündigung zu machen. Und zwar haben vielleicht die ein oder anderen schon mitbekommen, dass ich auf YouTube aufhören möchte zu streamen, weil ich habe ja immer auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig gestreamt. Und dadurch, dass mir ja Twitch besser gefällt als YouTube, was das Streaming angeht, würde ich halt ganz gerne mir bei Twitch auch ein bisschen was aufbauen. Und es macht nicht viel Sinn, wenn da die Zuschauer dann so ein bisschen gesplittet sind zwischen den beiden Plattformen. Und ja, dass man halt dann einfach sagt, man tut sich dann bei Streams dann speziell auf Twitch fixieren. Einfach weil das viel mehr Vorteile hat als auf YouTube. Ich habe halt nur mit YouTube angefangen, weil das halt mein Let's Play-Kanal ist und den wird auch weiterhin bestehen bleiben. Also ich werde auf jeden Fall weiterhin Videos hochladen und auch die Streams, die ich dann auf Twitch starten werde, die werden dann auch weiterhin auf YouTube hochgeladen. Also man verpasst nichts, auch wenn man vielleicht keine Zeit hat, sich den Stream anzuschauen. Und ja, warum möchte ich wechseln? Oder was heißt wechseln? Im Prinzip mich auf eins festlegen, wird ja gesagt. Auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, ist, dass halt die Zuschauer immer so ein bisschen gesplittet sind und das ist eher suboptimal. Und dann habe ich auch wieder ein paar Zuschauer, die ja beides haben und dann immer hin und her springen, was auch nicht unbedingt viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Also das hat nicht unbedingt jetzt einen Vorteil in dem Sinne. Und ja, aber der andere Vorteil ist halt auf Twitch auch, dass man halt besser mit den Zuschauern interagieren kann. Man hat ja unter anderem die Möglichkeit, dass sich die Zuschauer eigene Farben von ihren Namen auswählen, was ich persönlich viel übersichtlicher finde als auf YouTube. Auch wenn man natürlich bei YouTube ein Avatar hat. Aber den Avatar sehe ich bei meinem Chat sowieso nicht, also ist es bei mir dann eh hinfällig. Deswegen, da ist dann die Farbe da schon ein bisschen besser gemacht. Und ich habe mir ein paar Punkte hier aufgeschrieben, weil ich tue vermutlich eh alle willkürlich hier so ein bisschen durcheinander quatschen in dem Sinne. Deswegen lese ich mal so nebenbei so ein bisschen durch. Ja, also wie gesagt, also auf YouTube wird dann weiterhin halt alles bestehen bleiben wie beim Alten. Also dass man halt wirklich weiterhin Let's Plays hat. Man hat auch weitere Videos für meine Sammlungen, Sachen, die ich gekauft habe und so weiter. Das wird alles noch kommen, keine Sorge. Es ist halt nur, dass man halt sich dann besser auf eine Sache dann, also Videos, YouTube und Streaming bei Twitch, damit man halt sich dann wirklich darauf festlegt, damit man halt das Ganze nicht so ein bisschen mischt. Ich habe halt vor Ewigkeiten bei YouTube mit Streaming angefangen, weil ich sowieso einen YouTube-Kanal hatte. Aber ich bin halt dann langsam aber sicher immer mehr Richtung Twitch gerutscht, einfach aus dem Grund, weil die Interaktion halt viel besser ist. Unter anderem auch die Interaktion mit anderen Streamern selbst, mit denen man dann halt sich so unterhalten kann und dass man sie auch dann hosten oder raiden kann, dass es sich einfach alles verloren wird, was halt bei YouTube ja nicht der Fall ist. Also bei YouTube habe ich noch nie irgendwie großartig danach geschaut, wo ich jetzt meine Zuschauer hinschicken könnte. Und selbst wenn, dann müsste man das ja alles von Hand machen irgendwie. Da schickt man dann einen Link hin und sagt, geht dorthin und tut mal ein bisschen raiden in dem Sinne. Das existiert ja bei YouTube nicht wirklich. Und der andere Grund ist natürlich auch, ich möchte gucken, dass ich bei Twitch irgendwann mal schaffe, Affiliate zu bekommen. Das heißt, es ist wie so eine Art kleine Partnerschaft, womit man dann halt auch die Möglichkeit gibt, den Zuschauern, dass sie subscriben können. Das ist halt was Kostenpflichtiges. Aber dass man auch gleichzeitig was zurückgeben kann im Sinne von Emojis und auch andere Sachen, wie zum Beispiel auch Alerts durch Bots und anderen Kram. Aber da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, da bin ich immer noch ganz klein, was das angeht. Und ja, jetzt hat auch aus irgendeinem Grund, obwohl ich es hier gerade starte, hat halt hier Phoenix auch mal kurz gefollowed. Ich meine, ist ja kein Problem, oder? Da sieht man zumindest mal, wie das funktioniert. Genau sowas ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Das war eigentlich nicht geplant, absolut nicht. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, diese Alerts, die habe ich ja auf YouTube gar nicht, sondern nur auf Twitch. Und es würde nicht angezeigt werden, wenn ich bei YouTube einen neuen Sub bekommen, also neuen Abonnenten, besser gesagt, weil da halt einfach keine Alerts dafür da sind. Und deswegen, das war, wie gesagt, echt nicht geplant gerade, aber gut, passt ja soweit. Und wie gesagt, es wird dann halt diese Woche, ich glaube, ich will das Video heute noch hochladen, heute ist der Mittwoch, der 2.9. Wird halt ab Freitag halt das Ganze starten, dass ich halt auch erstens ein neues Spiel anfange. Wir haben ja Rayman durchgespielt. Und dass halt der Stream halt dann nur bei Twitch laufen wird. Ich werde den auf jeden Fall privat weiterhin bei YouTube laufen lassen.
Aber das ist halt dann, weil es halt privat ist, ist es dann von niemandem sichtbar. Einfach nur aus dem Grund, damit ich mir dann das Download von Twitch und das Upload auf YouTube spare, weil ja YouTube die ganze Sache aufzeichnet. Das ist der einzige wirkliche Vorteil bei YouTube, dass halt die Streams gespeichert bleiben. Aber ansonsten fehlen alle anderen Interaktionen. Das ist halt leider das Problem dabei. So, habe ich das sonst noch irgendeinen Punkt übersehen? Wenn nicht, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit zu fragen, wenn irgendwas unklar ist. Wie gesagt, ich höre mit YouTube nicht auf. Es ist halt nur, dass ich mich halt, was Streaming angeht, halt mehr auf Twitch festlegen möchte. So, nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Wenn nicht, dann war es hier eigentlich. Achso, ja. Ich werde auf jeden Fall, jedes Mal, einmal in der Woche halt auch so ein kurzes Video raushauen. Also so ein paar Sekunden ist das halt lang, wo ich halt ankündige, dass ich halt auf Twitch gerade streame oder um die und die Uhrzeit anfange zu streamen. Damit man halt auch auf YouTube, selbst wenn man auf YouTube nicht sieht, dass ich dort streame, dass man zumindest dann über YouTube weiß, dass ich auf Twitch gerade online bin oder dann um die Uhrzeit dann streame, die ich halt angebe. Auch wenn es normalerweise klar sein müsste, dass ich, dass man so langsam die Zeiten bei mir kennt, ist immer 18 Uhr, Freitag und Samstag und dann spontan unter der Woche. Aber das spontan unter der Woche, das würde ich dann halt eher gemütlich dann über Discord und so weiter ankündigen. Das ist nicht unbedingt jetzt dann super wichtig. Das sind dann meistens so kleinere Games, die ich dann so nebenbei spielen möchte, wenn ich dann eh gerade Zeit habe dafür. Aber die festgelegten Zeiten sind halt wirklich immer Freitag und Samstag jeweils ab 18 Uhr. Damit die Leute, die es vielleicht immer noch nicht wissen, endlich wissen oder sich vielleicht auch endlich mal langsam merken könnten. Zumindest für die, die halt öfters zuschauen, weil die Frage kommt öfters, auch von Leuten, die schon öfters zuschauen, aber ja, man kann sich ja nicht alles merken, ich kann mir auch nicht alles merken, deswegen ist es vielleicht dann doch irgendwo verständlich. Deswegen ist Nachfragen immer besser, als hinterher dann sich wundern, das war doch festgelegt und dann, nee, vielleicht doch nicht, gell? Deswegen, passt ja. Aber gut, ich wollte auch das Video nicht zu lange werden lassen, das sollte eigentlich nur maximal 5 Minuten Infovideo sein, was das angeht, aber ja, so ist es halt meistens, man verquatscht immer viel. Vielleicht ist es ja auch nur 5 Minuten, wenn ich ein bisschen was rausschneide, das sehe ich mal hinterher. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir wie gesagt auch nochmal schreiben, falls irgendwas unklar ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was Fragen angeht. Da kann ich das auch nochmal ganz kurz dann erwähnen. Und ansonsten sehen wir uns dann halt ja wieder bei weiteren Let's Plays, bei Streams, bei Twitch. Und ansonsten halt, was sonst noch bei mir ansteht. Je nachdem, wie ich halt dazu komme, irgendwas zu machen. Bei mir ist halt, manche Sachen sind festgelegt, aber manche Sachen sind auch spontan. Und ja, da darf man sich immer so ein bisschen überraschen lassen, würde ich mal sagen. Und dann, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ciao, ciao.